Oh Mann, Freunde, es ist etwas Furchtbares passiert. Aril wurde entführt und zwar von einem riesigen Vogel. Aber die Piraten haben sich bereit erklärt, Link zur verwunschenen Bastion zu bringen, damit er seine Schwester retten kann. Und deswegen habe ich mir auch am Ende des letzten Parts noch den Schild von Links Großmutter geholt. Die ist natürlich jetzt tief traurig, dass Aril entführt wurde. Ich meine, wer wäre das nicht, wenn sein eigenes Enkelkind entführt wird oder sein Kind? Da wäre bestimmt jeder total traurig und total fertig mit den Nerven. Und deswegen geht es jetzt zu verwunschener Bastion. Na, der Schild hat aber auch schon mal bessere Tage gesehen, was? Ob der wohl noch zu gebrauchen ist? Naja, wird schon seinen Zweck erfüllen, also dann stechen wir in See. Bist du bereit? Ja, das bin ich. Link, viel Glück! Rette deine Schwester Aril! Und pass gut auf dich auf! Bist du irgendwann mal fertig mit Winken? Wenn ich dich so sehe, frage ich mich, ob es nicht vielleicht das Beste wäre, du würdest dir die ganze Sache nochmal überlegen und von Bord gehen. Glaub mir, bald bist du völlig fertig mit den Nerven und von Heimweh zerfressen. Sehr vernünftig, überleg es dir nochmal. Noch ist es nicht zu spät, um zur Insel zurückzukehren. Na nichts da, ich fahre auf jeden Fall mit. Link, laufe nicht so planlos rum, du behinderst nur alle. Ich hab dich Nico zugeteilt, also geh unter Deck und frag ihn, was du tun kannst. Okay, und wer ist Nico? Also, du hier heißt ja Gonzo, das weiß ich schon. Jeha! Hart Steuerbord und auf nach Norden! Wenn du hier rumstehst, kann ich mich gar nicht auf meine Arbeit konzentrieren. Ziel eine, Kleiner! Solltest du nicht unter Deck zu Nico gehen? Okay, ich muss also unter Deck. Aber jetzt seht euch mal den Typen an, der sieht echt seltsam aus. Mann, ein echter Glücksfall für Nico. Ganz unten in der Mannschaftsrangliste hat man das Schieben schon ziemlich schwer, ja, ja. Nico scheint regelrecht begeistert, dass er jetzt nicht mehr das letzte Glied in der Kette ist. Als dein Obermatrose würde er es dir bestimmt nicht leicht machen, genau. Aber wenn du gute Miene zum bösen Spiel machst, wird es schon nicht so schlimm werden, genau. Na, wenn du meinst... So, da hätten wir noch ein weiteres Mitglied der Crew. Hey, dein Name wäre doch Link, oder? Hehehe, komisches Gewand hast du da an. Ist das auf eurer Insel gerade der letzte Schrei oder so? Hm, aber irgendwoher kenne ich dieses Gewand doch. Hm, tatsächlich. Oh weia. Was ist das denn für ein Typ? Du bist doch jetzt aber hoffentlich nicht Nico, oder? Nicht so forsch, das ist Captain Tetris Kajüte, das geht doch nicht. Selbst wir dürfen da nur alle Jubeljahre mal rein. Da ist ja wohl klar, dass Fremde überhaupt keinen Zutritt haben. Tja, so ist das. Okay, der ist scheinbar andersrum? Naja... Soll mir nur recht sein, es stört mich nicht, ich hab nichts gegen Schwule. So, aber du bist doch ganz sicher Nico. Hey, Neuer, ich bin ab heute dein Obermatrose, kapiert? Also hör auf das, was Nico dir sagt und wir werden uns bestens verstehen. Also, als erstes machen wir mal den Aufnahmetest, wie sich das für einen Neuen gehört, kapiert? Also, sieh mir genau zu, wie ich's mache und schau dir tüchtig was ab, kapiert?
Zuerst betätigst du den Schalter hier. Stell dich einfach davor und drücke den Joystick nach vorne, um auf den Schalter zu steigen. Kapiert? Die Plattformen fahren dann von unten rauf und du musst auf sie draufspringen. Irgendwie logisch, oder? Dann musst du auf die Plattform vor dir springen, aber die ist ein bisschen weit weg, was? So weit springen ist leider nicht drin. Aber es gibt natürlich einen Trick. Boah, wie der im Arm aufnimmt. Wenn du an das Seil springst, kannst du dich an ihm festhalten. Mit Hilfe vom Joystick rauf und runter kannst du schwingen und wenn du A loslassen drückst, lässt du los. Na, hast du alles kapiert? Das machst du dann einfach ein paar Mal, bis du bei der Tür zu dem Raum da hinten bist. Allerdings bleiben die Plattformen nicht ewig oben, also musst du dich schon ein wenig beeilen. Kapiert? Bis du es bis hierher schaffst, brauchst du mindestens ein Jahr Übung. Naja, wenn du es schneller schaffst, sollte ich dich wohl loben. Also häng dich rein. Ja, das kann, obwohl es so einfach aussieht, manchmal ziemlich frustrierend sein. Und zur Sicherheit drücke ich jetzt erstmal den anderen Schalter, dann fahren die Plattformen nämlich wieder runter und hier gleich wieder hoch. Dann habe ich wieder die volle Zeit, bevor die Plattformen runterkommen. So. Der Trick ist eigentlich, dass man einmal kurz ausschwingen lässt und dann loslässt. Dann fliegt man nämlich nicht übers Ziel hinaus. Und mit der L-Taste kann man schön die Kameraperspektive anpassen. Dann ist das eigentlich richtig gut zu schaffen. Sollte natürlich nicht daneben springen, weil sonst kann man alles nochmal machen. So, und noch ein letztes Mal nach hier drüben. Und hepp. Na, was sagst du jetzt? Beim ersten Mal geschafft. Was? Das hast du so schnell geschafft? Ich hab dich wohl unterschätzt. Aus dir wird vielleicht auch mal ein so guter Matrose, wie ich es bin. Jetzt bist du platt, was? Ob ich ihm das wohl so einfach geben kann? Ach was, wird schon passen. Also, die Schatzkiste da drüben ist für dich. Kleine Anerkennung von deinem Obermatrosen Nico sozusagen. Nimm dir den Schatz besser schnell, bevor die anderen noch kommen. Ja, wenn du meinst. Danke. Der kann ja richtig nett sein. Du hast die Beutetasche gefunden, eine praktische Tasche, in der du hauptsächlich im Kampf eroberte Items verstauen kannst. Von diesen Items gibt es insgesamt 8 Arten. Wenn du den Inhalt der Tasche ansehen willst, wähle sie an und drücke YZ. Hey Link, wir sind bei der Funktion Mission angekommen, komm sofort rauf! Was, wir sind schon da? Das ging aber irgendwie richtig schnell. Ach nö, ich wollte dir doch noch so viel beibringen. Naja, ein andermal. Sobald du mit deiner Sache fertig bist, komm einfach wieder bei mir vorbei. Ach ja, das einzig halbwegs nette Mitglied in dieser Piratenbande, wie mir scheint. So, aber ich bin mal so frech und mach einfach die Plattform runter. Bin mal gespannt, wie der da wieder zurückkommen will. Er muss auf jeden Fall runterspringen. Oder warten, bis ihm jemand holt. Aber wenigstens bin ich endlich da. Wow, und es ist sogar Nacht geworden. Mama! Hey, Link, hier bin ich. Gut, dann komme ich jetzt zu dir rauf. Oh, und wir haben Vollmond. Dann seht mal. Das da ist sie, die verwunschene Bastion. Ziemlich riesig. Was treibst du bloß so lang mit Nico? Ihr werdet doch nicht irgendwas um einen Schatz oder so gewettet haben, oder? Nö. Aber wie auch immer. Sieh mal, das ist sie, die verwunschene Bastion. Die ist ja wirklich gewaltig. Und da ist der Vogel! Früher war das hier nur der Unterschlupf einer Bande feindlicher Piraten, aber jetzt scheint es da wirklich gefährlich geworden zu sein. Sieh mal da! Da drüben!
Das Fenster da! Kommen dir die Möwen nicht irgendwie bekannt vor? Ich vermute mal stark, dass die Tauben deine Schwester gefangen halten. Die Bewachung scheint aber ziemlich streng zu sein. Die finden uns noch, bevor wir überhaupt einen Fuß an Land setzen. Wie stellen wir das wohl am schleusten an? Oh nee, ich mag gar nicht, wenn die so guckt. Was zum... Nee, ne? Das ist nicht euer Ernst. Seid ihr wahnsinnig? Nun macht doch nicht so einen Aufstand. Ein paar Opfer muss man eben bei solchen Unternehmungen eben bringen. So ist das halt. Außerdem ist die Sache völlig ungefährlich. Wir machen das schließlich ständig. Ja, klar. Billige Ausrede. Also, ist alles bereit? Lasst ihn ordentlich durch die Luft sausen. Ich will einen Flug nach Vorschrift sehen. 3, 2, 1. Verdammte Scheiße! Die bringen mich um! Boah, autsch, das muss wehgetan haben. Nein, mein Schwert! Verdammt! Verwunschene Bastion. Aber wenigstens bin ich drin. Wenn auch total durchnässt. Oh nein, dein Schwert! Tut mir leid, da haben wir wohl etwas daneben gezielt. Du schaust aber auch dumm aus der Wäsche. Der Stein, den ich dir vorhin heimlich zugesteckt habe, das ist nicht einfach bloß irgendein Stein. Mit seiner Hilfe kann ich sehen, was du gerade so treibst. Wie du siehst, können wir sogar kommunizieren, also drücke den Knopf, wenn dieser so aussieht. Ich habe den Stein in dein Statusmenü getan, das du findest, wenn du Start drückst und mit Hilfe von L und R umschaltest. Aber den gibst du mir schön brav wieder, sobald du deine Schwester gerettet hast, also verlieren bloß nicht. Okay, versprochen. So, und das Allerwichtigste in der verwunschenen Bastion ist, Link darf nicht entdeckt werden, weder von Wach noch von den Suchscheinwerfern. Deswegen kann ich mir hier so ein Fass schnappen und kann mich damit tarnen. Allerdings muss ich... Wow, gerade runtergefallen. Allerdings muss ich aufpassen, dass ich mich nicht bewege, wenn mich ein Scheinwerfer erfasst, weil sonst merken die Wachen natürlich trotzdem was. Deswegen lieber stehen bleiben und warten und dann vorsichtig wieder weiterschleichen. Nur so kommt man hier weiter. Sehr gut. Und meine wichtigste Aufgabe ist das erste Mal, alle diese Suchscheinwerfer auszuknipsen. Und das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich fange gleich mal mit dem da drüben an. Link, hör mir gut zu. Wenn du die Leiter raufkletterst, erwartet dich da oben der Unhold, der diese Suchscheinwerfer bedient. Wenn du ihn bezwingst, hältst du damit vielleicht die Scheinwerfer an. Dummerweise bist du unbewaffnet. Außer deinem Schild hast du nichts, um dich ihm zu stellen. Also, an seiner Stelle würde ich mit meinem Schild den Angriff dieses Schurken abwehren und wenn er seine Waffe verliert, diese Schnelldrücken von nahe aufheben. Naja, mal sehen, wie du dich behauptest. Naja, auch ein ganz neues Feature in Wind Waker. Man kann die Waffen der Gegner aufheben und selber verwenden. Das finde ich richtig cool. Aber noch einfacher ist es, man zerstört diese Vase hier und schnappt sich selber so einen Holzstock. Genau, jetzt hat er mich bemerkt. Die Scheinwerfer gehen nach oben. Und jetzt muss ich diesen Bockblin einfach nur verprügeln. Oh, komm her! Zack! Wow. Man kann leider mit einer Holzkeule keine Schwungattacke machen, aber man kann sie werfen und eine Wirbelattacke damit ausführen. So, friss das! Oh, verdammt, daneben. Aua! Na warte. Kommst du wohl her? Und tschüss, Mann. Oh, und seht mal, was er fallen gelassen hat. Du hast ein Glücksamulett gefunden. Es wird in deiner Beutetasche aufbewahrt.
Man sagt, so wie sich Schmetterlinge auf einer Blumenwiese einfinden, so kommt das Glück zum Träger dieses Amuletts. Ja, Glücksamulette sind für den späteren Spielverlauf noch sehr, sehr wichtig. Je mehr man davon hat, desto besser. Deswegen sollte man so früh wie möglich mit dem Sammeln beginnen, weil im späteren Spielverlauf werde ich nochmal richtig viele davon benötigen. Deswegen ist es umso besser, dass ich jetzt schon mein allererstes habe. Gut, und jetzt werde ich erstmal ins Innere der Bastion vordringen. Genau hier wollte ich hin, weil hier drüben gibt es nämlich eine Schatztruhe. Du hast die Labyrinthkarte erhalten. Mit Hilfe vom Steuerkreuzen oben kannst du sie dir ansehen. Grüne Räume hast du bereits besucht. In dem Raum, der aufleuchtet, befindest du dich gerade. Mit Hilfe vom Joystick rauf und runter schaltest du zwischen den Stockwerken hin und her. Ja, was wäre Zelda ohne Karte und Kompass? Das gehört natürlich auch dazu. Ja, und wie ihr sehen könnt, die verwunschene Bastion hat zwar nicht viele Stockwerke, aber sie ist ziemlich weitläufig. So, jetzt werde ich aber absichtlich mal nach unten springen, weil hier unten ist eine Gefängniszelle. Wow, und bei den Ratten muss man ganz besonders aufpassen, die können euch nämlich eure Rubine klauen, wenn sie euch berühren. Wow. Die sind doch ziemlich angriffslustig. So. Aber man kann versuchen, sie mit einem Fass zu treffen. Oder man ignoriert sie ganz einfach. So, ich drücke jetzt mal den Schalter hier. Dann komme ich hier rein. Und hier drin... Wow, Vorsicht. Hier drin ist eine weitere Schatzkiste. Diesmal allerdings wieder mit Stacheln und schön verziert. Du hast ein Herzteil gefunden. Jeweils 4 Herzteile fügen sich zu einem Herzcontainer zusammen. Das bedeutet mehr Energie, also immer fleißig suchen. Ja, natürlich gibt es auch die altbekannten Herzteile in Wind Waker. Jeweils 4 Stück geben mir einen neuen Herzcontainer und insgesamt kann ich auch in diesem Teil 20 Herzen haben. Also, das sind nochmal richtig viele Herzteile. Und jetzt werde ich etwas machen, was vielleicht nicht jeder, wow, freiwillig tut, aber ich tue es absichtlich freiwillig. Ich lasse mich mal wirklich gefangen nehmen, damit ich nämlich wieder nach oben komme. So, und seht euch mal diese fetten Schweine an. Das sind Mollblins. Die gab es schon in früheren Zelda-Teilen, aber die sehen in jedem Spiel anders aus. Hier sehen sie wenigstens mal richtig schön schweinemäßig aus. So, jetzt hat er mich entdeckt. Und ich werde natürlich eingesperrt. So, das war jetzt aber pure Absicht von mir. Denn ich will euch auch mal zeigen, wie ihr hier ausbrechen könnt. So, und eigentlich müsste sich jetzt Tetra wieder über den magischen Stein melden, aber sie tut es scheinbar nicht immer. So, dann sage ich euch das ganz einfach selber. Man nimmt einfach die Vase, wirft sie weg und dann kann man hier durchkriechen und schon kommt man aus der Gefängniszelle raus. Nur landet man halt jedes Mal wieder hier, wenn man erneut geschnappt wird. Deswegen sollte man das tunlichst vermeiden. Ich habe das jetzt nur absichtlich gemacht, damit ich wieder hier oben bin, weil sonst müsste ich nämlich im Erdgeschoss einmal rundherum laufen. Das ist ziemlich umständlich und zeitaufwendig, deswegen habe ich das jetzt mal so gemacht und ich gehe jetzt wieder hier raus. So. Und jetzt klettere ich mal diese Leiter nach oben. Dann bin ich nämlich gleich bei den nächsten Suchscheinwerfern. Das heißt, der nächste Bockblin bekommt gleich auf die Fresse. So, Moment, hier ist wieder eine Vase mit Schlagstöcken. So. Kommst du her? So. Und nimm das. Oh, oder friss den!
Wow, Vorsicht. Und tschüss, Mann. Das kommt davon. Oh, schade. Leider kein weiteres Glücksamulett. Aber auch diese Scheinwerfer sind ausgeschaltet. Jetzt fehlen nur noch mehr die dort drüben. Ja, die könnte man theoretisch sogar ignorieren, weil es ist nur wichtig, dass der große Turm dann nicht mehr beleuchtet ist, weil ich mich dort draußen nämlich dann vorbeischleichen muss, aber der Komplettheit halber werde ich die letzten beiden Scheinwerfer auch noch ausschalten. Und hier hätten wir noch eine Schatztruhe. Jawohl, du hast den Kompass gefunden. Jetzt weißt du, wo sich alle Schätze in diesem Labyrinth befinden. Ganz genau, ich kann mich schlau machen. Im Erdgeschoss gibt es jetzt eine Schatztruhe, die ich mir aber nicht holen werde, weil da drin eh nur Rubine sind und ich eh keine weiteren tragen kann. Deswegen gehe ich einfach oben weiter. So, und hier geht es jetzt, genau, da oben muss ich hin, hier geht es jetzt zu den letzten Scheinwerfern. Na, würdest du bitte hier hochklettern? Danke. Ach ja, warum musst du denn immer überall hängen bleiben? So, komm her. Greif mich an. Oh, hast du deine Waffe verloren? Das tut mir aber nicht leid. Wo ist denn der Stock? Achso, hier. Dachte schon, der ist runtergefallen. Oh, komm her. So, na warte. Aua! Mann, du Arsch! Das kommt davon, Missgeburt. Ah, wenigstens ein weiteres Glücksamulett für mich. Sehr schön. Und weiter geht's. Ja, hier brauche ich einfach nur rüberschwingen und ab durch die nächste Tür. Jetzt wird es wirklich gefährlich. Ich muss nämlich diese Tür erreichen, ohne gesehen zu werden. Ja, vorhin hätte man sich übrigens draußen noch eine Abkürzung basteln können, indem man diese eine Kiste nach unten schiebt. Dann kommt man hier nämlich schneller wieder hoch. Aber das wird eigentlich in meinem Fall nicht wirklich nötig sein. Wow, man muss nur aufpassen, diese Ratten können so gemein sein, die können euch erwischen und dann kann das Fass kaputt gehen. Wow, verdammt, der hätte mich jetzt fast gesehen. Lieber ein bisschen warten. Boah, wie die aussehen. Ja, er schnüffelt schon rum, es riecht nach Mensch. Aber er ist nicht gerade eine helle Leuchte. Gott sei Dank, weil sonst hätte er das Fass sicher schon längst bemerkt. Und deswegen gehe ich einfach schnell nach draußen. Da oben muss ich jetzt hin. Das ist noch ein ziemlich weiter Weg. Ja, und hier oben geht noch so ein Moblin patrouillieren. Aber zum Glück gibt es auch hier wieder so ein hohles Fass. Ja, und ich kann euch schon mal eines sagen. Später im Spiel muss ich gegen die sogar kämpfen. Und die sind wirklich richtig... Wow! Das war knapp. Die sind sogar richtig starke Gegner, weil die können mit ihrem langen Speer ziemlich weit ausholen. Und wenn die mich damit treffen, tun die mir auch ziemlich viel Schaden anrichten. Also die tun mir ziemlich weh damit. Ja, genau, komm auch noch her, du fettes Schwein.
So, komm. Geh doch einfach weiter. Wow. Ja, schnüffeln bringt dir auch nichts. So, jetzt dreht er sich wieder um und geht wieder zurück. Dann kann ich mich hier schön vorbeischleichen. So. Ach komm, jetzt hör doch mal auf zu schnüffeln. Hast du einen fahren lassen oder was? Gibt's ja nicht. So, komm. Schön weitergehen. So, der kann mich jetzt eigentlich nicht mehr sehen. Das wäre auch geschafft. Und jetzt kommt die Stelle, wo man eben unbedingt die Suchscheinwerfer ausschalten muss. Weil die hätten jetzt hier nämlich hingeleuchtet und deswegen muss man die unbedingt ausmachen. So, und auch neu in Wind Waker, man kann sich hier an die Wand pressen und dann ganz vorsichtig und langsam hier entlang schleichen, damit man nicht gesehen wird und damit man hier auch rüberkommt. So, und auch hier unten gibt es wieder so eine Kiste, die man runterschieben kann, damit man hier später zurückkommt. Also falls man denn geschnappt werden sollte. Aber das ist, wie gesagt, bei mir nicht nötig. Weil so ungeschickt bin ich nun wirklich nicht, so oft wie ich dieses Spiel schon durchgespielt habe. Das kann mir wirklich nicht mehr passieren. So, gleich habe ich es aber geschafft. Gleich habe ich mein Schwert wieder. Ah, da ist es ja. Oh oh. Oh, verdammt, der ist bewaffnet. Dann ganz schnell das Schwert holen. Oh yeah, du hast das verlorene Heroenschwert wiedergefunden. Sei in Zukunft vorsichtiger, denn du willst es natürlich kein zweites Mal verlieren. So, jetzt gibt's aufs Maul. So, man kann sich natürlich auch sein Haumesser schnappen und ihm damit selber in die Fresse hauen. Und tschüss. Das war's schon. Und dadurch öffnet sich dieses große Tor. Und da werde ich jetzt auch noch hineingehen. Dieser Part wird zwar ein wenig länger werden, aber was soll's. Nanu, keiner da? Oh, doch. Da ist ja Aril. Und weitere entführte Mädchen. Ich hab's geschafft. Oh nein, das klingt gar nicht gut. Oh nein, der Vogel. Wie hat er mich bemerkt? Ich war doch so vorsichtig. Na ganz toll. Wo bringt er mich hin? Was hat er mit mir vor? Moment mal, da steht doch jemand. Wer ist das? Der sieht echt unheimlich aus. Aber irgendwie kommt mir der bekannt vor. Aber das kann doch gar nicht sein, oder? Ja, jetzt seht euch das an. Dieser gottverdammte Vogel hat Link ins weite Meer hinausgeschleudert und jetzt ist er bewusstlos. Oh, ein Boot. Link! Link! Wach auf, Link! Komm zu dir, Link! Oh, mein Schädel. Ach, wo bin ich hier überhaupt? Und wer hat da mit mir gesprochen? Hier ist doch niemand. Bist du wieder bei Bewusstsein? Schwerer vom Begriff, als ich dachte. Wie zum...
Habe ich dich erschreckt? Auch in unserer weiten Welt ist ein sprechendes Schiff alles andere als eine Alltäglichkeit. Genau genommen bin ich sogar das Einzige dieser Art. Wer würde da also nicht erschrecken? Ich bin der Rote Leuenkönig. Du brauchst keine Angst zu haben, ich bin auf deiner Seite. Link, ich habe alles mit angesehen, wie du zur vermutlichen Invasion aufgebrochen bist, um deine Schwester zu befreien. Ich habe große Achtung vor deiner Liebe zu deiner Schwester und vor deiner Furchtlosigkeit und deinem Mut, aber das war zu unüberlegt. Du hast ihn doch auch gesehen, diesen unheimlichen Schatten, der den großen Vogel befehligt hat. Sein Name ist Ganondorf. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Er hatte sich der göttlichen Kräfte bemächtigt und plante, die Welt auf ewig in eine finstere Niederhölle zu verwandeln, bevor er schließlich durch die Kräfte der Götter gebannt wurde. Der Gebieter der Niederhöllen aus der Legende. Es ist jener Ganondorf. Ich weiß nicht, wieso das Bannsiegel der Götter versagt hat, aber jetzt, da er wieder auferstanden ist, wird die Welt erneut durch dunkle Mächte bedroht. Dann war das also vorhin wirklich Ganondorf. Das ist ja nicht zu fassen. Übrigens, Link, hast du immer noch ernstlich vor, deine Schwester zu retten? Ja, na klar. Und du würdest tatsächlich jegliche Umwelt dafür auf dich nehmen, sagst du? Yep. Verstehe. Dann will ich dich von nun an leiten und dir sagen, was du zu tun hast und wohin du gehen musst. Ganondorf kann nicht durch die Kraft eines Menschen bezwungen werden und schon gar nicht durch die eines so kleinen wie dir. Aber mit den Kräften, die du am Ende deiner langen und strapazenreichen Queste erlangen wirst, kannst du ihn besiegen. Hast du mich verstanden? Yep. Dann wollen wir sogleich das Segel setzen und aufs große weite Meer hinausfahren. Da gibt es nur ein klitzekleines Problem. Es ist mir ja wirklich sehr peinlich, aber ich habe leider kein Segel, das du setzen könntest. Und ohne Segel kommen wir natürlich nie aufs große weite Meer. So viel verstehst du von Nautik sicherlich auch, mein Junge. Diese Insel, die weit östlich der vermunschenen Bastion liegt, ist ein Umschlagplatz für alle erdenklichen Güter und Treffpunkt vieler Händler. Wenn du dich ein wenig umsiehst, wird es dir bestimmt nicht schwerfallen, ein Segel aufzutreiben. Meinst du, ich darf dich also bitten, ein Segel für unsere Sache zu besorgen? Auf dieser Handelsinsel findet man die unterschiedlichsten Güter. Beschränke dich nicht nur auf das Segel, sondern rüste dich mit allem aus, was dir sonst noch nützlich erscheint. Aber wir haben keine Zeit für einen gemütlichen Landurlaub. Sobald du mit deinen Besorgungen fertig bist, kehre unverzüglich zu mir zurück. Ja Leute, jetzt bin ich auf einer ganz neuen Insel angekommen. Nämlich auf Port Monet. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Insel, die ich im Verlauf meines Abenteuers sehr häufig besuchen werde. Aber bevor ich mir das Segel kaufen werde, werde ich diesen Part jetzt endlich mal beenden. Und im nächsten Part geht es dann wieder weiter, Freunde. Also macht's gut, Freunde. Tschüss.